Grüß euch, ich bin's wieder, der Bauernsepp. Jetzt kommt ja bald wieder Weihnachten. Wir haben jetzt schon einen Advent und jeder hat jetzt schon einen Adventkranz daheim. Aber die schauen ja alle gleich aus. Das ist ja alles zu fad. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bastel da mal einen ganz anderen Adventkranz. So einen, wie ich noch nie gehabt habe. Passt auf, den muss ich euch jetzt zeigen. Ich hole einen. Halt. Na, was sagst du zu meinem schönen Adventsgesteck? Ich hab mir gedacht, ich bastel mir da einfach ein Model E mit einem V8 Flathead drinnen und so ein bisschen ein Hot Rod. Schaut doch gleich viel besser aus. Aber nur beim Anzünden müsst ihr da aufpassen, gell? Immer zwei Kerzen auf einmal anzünden, aber Zündreihenfolge beachten bitte, gell? Wenn ihr einen originalen Flathead noch drinnen habt, gell? Dann nehmt's 1, 5, 4, 8, dann 6, 3 und nachher zum Schluss 7, 2. Das ist die originale Reihenfolge von einem Flathead. Aber wisst ihr, viele von den Model E sind ja schon umgebaut, die haben ja schon entweder einen Cleveland drinnen oder einen Windsor Motor und dann müsst ihr aufpassen auf die Zündreihenfolge, weil die schaut dann ganz anders aus. Die schaut dann aus 1, 8, 4, dann kommt 3, ganz komisch, gell, durcheinander. Als nächstes kommt dann die 6er, dann der 5er und dann kommt noch 7 und dann 2. Also bitte aufpassen, gell. Ich habe noch einen Original Flathead, ich ziehe jetzt da die 1er und die 5er und da schauen wir gleich mal, wie das funktioniert. So, erster Advent, auf geht's. Zwei blubbern schon. Wir sehen uns wieder. Also dann, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Schaut euch meine anderen Videos auch noch an, gell? Ich werde jetzt da Adventlied singen oder Kekspacher. Irgendwas wir schon machen, gell? Also, pfiat euch. Ha, schön ist das. Wie die blubbern, wenn dann einmal alle brennen, na, das wird dann erst schön.